So, wir sind jetzt in Torquay, haben den gestrigen Abend erstmal verdaut, oder den gestrigen Nachmittag, unseren Crash, und sind heute nach Torquay gefahren. Haben gestern Abend da schön gegessen. Die waren sehr, sehr nett, die Leute dort, ne? Und ja, eigentlich soll jetzt hier ein kleines Bähnchen runterfahren. Da ist es. 7 Tage die Woche. Nur das Bähnchen hat zu. So. Das heißt, wir müssen runterlaufen. So sieht's aus. Na denn. Freunde, es ist wieder mal ein wunderschöner Morgen mit herrlichem Wetter. Ja, und wir stehen jetzt am Dartmoor Caravan, das wir gestern Nachmittag hingefahren. Es ist ein kleiner Campingplatz, ist ein Privathaus, und die haben sich hier so einen kleinen Campingplatz mit dran gebaut. Sehr unkompliziert, haben einfach gesagt, wir sollen irgendwo hinfahren, auf dem freien Platz. Und ja, und da waren wir jetzt heute Nacht hier und das ist auch sehr schön angelegt. Hier sind allerdings sehr viel regelmäßige Camper, die hierher kommen und nutzen das als Wandergebiet natürlich hier. Wir wollen ja heute auch mal ins Dartmoor reinfahren und wollen uns das mal angucken. Mal gucken, ob wir auch ein bisschen laufen können dort und spazieren gehen können, weil wir wollen dann noch ein Stückchen weiter eventuell. Wir müssen gucken, ob wir es schaffen oder nicht. Ja, und ich zeige euch das jetzt nochmal schnell. Das ist so ein ganz kleiner, gepflegter Platz. Guten Morgen. Und hier sind so ein paar Wohnmobilheime. Vorne sind auch noch welche an der Rezeption. Ja, und sehr schön angelegt, alles sauber, ordentlich, wie man das hier von England so gewohnt ist. Das ist ja echt gigantisch, wirklich. Wie schön ordentlich hier alles ist. Wahnsinn. Also es gefällt mir richtig gut hier. Wir sind beide ganz begeistert, auch wenn wir jetzt mal 2 Tage lang ein bisschen Pech hatten mit der Fahrerei. Es ist schön in England. Sehr, sehr schön, aber sehr enge Straßen. Das muss man halt wissen. War gestern Abend hier duschen. War alles schön gemacht, sauber. Ja, Spülstelle. Hier habt ihr ja, Reinigung, Toilette, wobei ich das natürlich neben so einer Spülstelle nicht so unbedingt appetitlich finde, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, das war's an Spülen. Ja, ich glaube, das war's. Ja, also ihr seht, es ist viel. Viele Dauercamper sind hier halt, ne? Die nutzen das Gebiet halt eben am Wochenende zum Wandern. Und das ist ja auch sehr schön. Ja, also wir waren sehr zufrieden hier. Wir können das sehr empfehlen. In die Dusche gehe ich jetzt nicht rein, weil jemand drin ist. Und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir mal in das Gebiet so ein bisschen reinfahren, versuchen. Vorher gehen wir uns noch ein Castle angucken, das erklärt euch Michael, wer da früher drin gelebt hat. Der wusste nämlich gleich, wer das war. Und deswegen muss man es jetzt auch mal ein bisschen sputen. Eidiweil. Ja, wir kommen immer recht spät weg, ehe wir so alles fertig haben. Das dauert bei uns recht lange, muss ich sagen. Deswegen mal jetzt ein bisschen Ballett machen. Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Diese großen Auffahrkeile hier. Die sind super und die gibt es hier auf jedem Platz dazu, weil der Platz doch recht schräg ist. Und selbst mit den Auffahrkeilen, wo wir schon ganz am Rand stehen, war es noch nicht ganz gerade, gell? Ja.
Die Antenne muss noch rein. Die sollte jetzt von alleine reinfahren. Können wir gleich mal testen. Na, mach mal an. Gucken wir mal, ob sie reingeht. Jetzt geht's rein. Muss erst eine Weile an sein. Hä? Was, auf was muss man gehen? Auf D. Auf D? Ja, vom Automatik auf D. Okay, und dann geht's rein? Dann geht's schon mal rein. Ja. Ah, okay. So, hier sind wir jetzt in der Buckland oder bei der Buckland. Buckland oder Buckland? Buckland. Buckland Abbey. Wer hat hier gewohnt? Sir Francis Drake. Wer ist das? Freibeuter seiner Majestät damals im 17. Jahrhundert oder so. Im Auftrag des Königs oder Königin? Richtig. Wer war da König oder Königin? Das weiß ich auch nicht. Also der Charles, doch, vielleicht war es Charles der Erste oder so. Aber Charles III. War es nicht und Elisabeth II. War es auch nicht. So, na, dann werden wir mal gucken, wie weit das ist. Huni haben wir jetzt im Auto gelassen, der darf eh nicht mit rein. Schauen wir mal. Nee. Da gucken, da ist die Wand, ne? Ja, komm rein!
eben stehen bleiben. Da ist die Wand. Ja. Thank you.